Warum ziehst du dich aus? Sendung. Ah, ja, ach, hallo Borkheide, hallo Welt. Hi. Da sind wir wieder. Der Matze ist heute wieder mit hier. Und der Lutze. Ja, ist ja zu Hause, ne? Der ist immer hier. Der geht ja auch nicht raus. Der ist immer hier. Ja, ist mir nämlich aufgefallen, mein Matze war letztes Wochenende, also letzten Montag, sagen wir mal so, nicht hier. Da war er in dem Land, wo man die Leute nicht versteht, die so komisch sprechen. Ja, mei. So mit Untertitel oder so, mit, ne? Untertitel. Die haben ja. Alle, die laufen alle mit Untertiteln rum, so. Mhm. So, München, ne? Ja. Aber München soll ja so hochdeutsch sein schon wieder, oder? Wir hatten sehr hochdeutsch sprechende Kollegen da. Ja. Aber das hat jetzt ja nichts mit Borkheide. Ich war auch nicht in der Kneipe, weil doch, ich war in der Kneipe, es gab nichts zu trinken. Wie auch du, ist im Januar nichts los mit Alkohol und Bier. Du hast so glasige Blick? Ja, das ist... Kommt aber nicht vom Trinken, ne? Nee. Okay, habe ich ja auch. Ja, grüne Woche war gewesen, Matze. Wo? In Berlin, nicht in München. Guck mal raus, graue Woche war das. Ja, es war tatsächlich grüne Woche, da gab es wieder Essen und Trinken. Ich weiß gar nicht, ob es solche immer umsonst gab dort. Ich weiß es nicht, ob man da mit seinem Eintritt... Nee. Muss man dafür die Häppchen bezahlen? Nee. Ja. Ja, wirklich? Ich glaube ja. Das glaube ich nicht. Doch. Ja? Hm. Ihr könnt ja mal Kommentar unter unser Video schreiben, wie das denn mit dem Gratis-Essen auf der grünen Woche aussieht. Ja, vielleicht können wir da ein bisschen was in Erfahrung bringen. Und natürlich, was hat die grüne Woche mit Borkheide zu tun? Alles grün. Alles grün. Das Fliegerheim war dort gewesen. Hotel Richtig. Fliegerheim war auf der Grünen Woche und hat dort seine Küchenkünste vorgeführt. Der Toni, der Juniorchef vom Hotel Fliegerheim. Und der Chefkoch. Und der Chefkoch. Herr Semmler, genau. Herr Semmler. Und wie ihr hier auch an den Bildern seht. Und der Toni hat uns auch ein Grußwort von der Grünen Woche, also für Borkheide, hier hinterlassen. Möchte man schon mal vorher ein bisschen den Ton entschuldigen, weil das Publikum war so laut, sodass Toni gar nicht so laut sprechen konnte. Und wir waren nicht da. Und wir waren nicht da. Nächstes Mal sind wir da. Wir wussten von nichts. An. Also das ist jetzt der Wink. Mit der Zaunlatte. Nächstes Jahr möchten wir bitte vorher Bescheid wissen. Und dann kommen wir euch besuchen vor Ort. Genau. Und hier ist jetzt das Grußwort des Hotels Fliegerheim. Film ab. Hallo nach Borkheide. Liebe Grüße von der Grünen Woche 2020. Unser Küchenchef, der Herr Semmler, der hier ganz fleißig am Kochen ist. Wir sind heute auf der Grünen Woche, wie gesagt. Wir machen heute Entenbrust mit Brotpüree und Erbspüree, dazu auch ein Mango-Ragout. Wir sind hier im Kochstudio von ProAgro, man kann es glaube ich ganz gut lesen. Ja. Und bestellen, wie gesagt, liebe Grüße aus der Brandenburg-Halle. Ja, super, Toni. Ich hoffe, das Zeug gibt es hier bei uns demnächst ja auch alles, was wir hier mal Kostehäppchen machen können. Willst das ist kostenlos, mal, die Kostehäppchen. Ja. Willst du noch mal kurz hier, guck mal, zeig mal noch 2, 3 Bilder. Nee, ich habe keine mehr. Ich habe die ja schon vorher gezeigt. Ach, mehr habe ich nicht. So, jetzt nächstes BIP. 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 Das klingt wie ein Sprachfehler am Anfang, aber ist nicht. BIB. Wir hatten vor etwas über einem Jahr... November 2018. B2B, jetzt haben wir B-I-B oder so. Auf jeden Fall heißt das Ganze, Borkheide ist back in Banjul. Banjul ist in Gambia übrigens. Hm? Das ist so westliches Afrika. Und so. Wer sich erinnern kann, da war Marcel Mika damals, der hat den alten Mercedes von seinem Schwiegervater, glaube ich, war der. Da runtergefahren und dort versteigert und das hat jemand hier aus Borkheide gesehen und der hat gesagt, das will ich auch machen. Und genau. Das ist der Bernd Laufenberg, der auch im Sportverein unterwegs ist und trainiert dort die nicht Tischtennis, wie heißt das? Suppenkeller, naja. Badminton. Badminton, genau. Und der hat sich ein altes Auto gekauft. Auch hier Bilder von dem. Das ist ein Nissan Interstar. Baugleich mit dem Renault Master. Das ist doch das Ding, was du hast, oder? Nein. Nicht? Baujahr 2002 mit 361.000 Kilometer auf der Uhr, 90 PS und 2,2 Liter Diesel. Und das Ding möchte der Bernd Laufenberg im März runterfahren nach Banjul bis Mai
und macht die Abschiedsparty im Februar. Aber da kommen wir nochmal ganz gesondert drauf zu. Übrigens könnt ihr die Videos von B2B noch sehen, und zwar wo, Matze? Auf unserer Webseite, genau. mediengruppe-brockheide.de. Da ist bis zum Tag 24 alles nochmal aufgelistet, auch mit der Startparty, die wir damals auf dem Marktplatz hier in Brockheide gemacht haben. Genau, und so eine soll Ende Februar stattfinden, so um 20. rum, aber da sagen wir nochmal Bescheid und wir gehen da nochmal hin. Ach, apropos, bevor ich es vergesse, ich weiß ja nicht, wie schnell ich mit dem Video fertig bin. Heute kommt im RBB ein kurzer Beitrag über Bernd Laufenberg mit seiner Geschichte. Die waren wohl vom RBB bei ihm gewesen. Da musst du dich jetzt auch sputen, dass du 18:30 fertig bist. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist das so. Dann sag mal, vorhin kamen im RBB noch... Genau. Gut, das erstmal dazu. Wie gesagt, nähere Infos kommen noch. Jetzt haben wir noch einen Aufruf von der Jugendfeuerwehr. Tatütata. Die Feuerwehr ist irgendwann nicht mehr da, denn die Feuerwehr sucht nach wie vor Nachwuchs. Und vor allem ab 10 Jahre. Ne, die haben nur noch 10. Und ich glaube auch ab 10 Jahre geht das. Genau, ab 10 Jahre geht's. Genau. Nachwuchs für die Feuerwehr in Brockheide dringend gesucht. Die haben nur noch 10. Zehner. 10? Zähne. Andere am Finger, die haben noch 10 Kinder. Nein, 10 Kinder sind wohl momentan die ungefähr noch ein paar noch mehr vertragen. Aktiv, und da können noch mehr Kinder hin und können sich diese Meisterschaft der Feuerlöschung antrainieren. Ja. Denn das ist ja nicht so einfach. Und da ist immer Dienstag einfach mal unverbindlich um 17 Uhr vorbeischauen, glaube ich schon. Und der Daniel Kühn ist der Trainer für die Jugendfeuerwehr, der Verantwortliche, an dem man sich wenden, der Jugendwart. Ja. Einfach mal an den Wänden bei der Jugendfeuerwehr Brockheide, und dann kann man sich dort auch ausbilden lassen zum Feuerwehrmann. Falls oder jetzt Frau. Keine, genau. Und sonst, falls ihr nochmal anrufen wollt und Kontaktdaten braucht, schreibt uns kurz an. info@mediengruppe-brockheide.de. Das gilt. Wir schicken euch die Kontaktdaten. Genau, dazu. Und das gilt für Mädchen wie Jungs gleichermaßen. Genau. So, Matze, jetzt haben wir doch noch mal eine Erinnerung an den Kunst- und Kulturpreis. An den Kunst- und Kulturpreis jetzt. Da sind wir schon wieder weiter beim nächsten Thema. Das ist Ende April. Genau, am 30. wird der Kunst- und Kulturpreis wieder übergeben. Und wer möchte oder wer der Meinung ist, dass der oder jener oder dieser oder der Verein oder was auch immer Künstler. Diesen Preis unbedingt haben muss, der sollte... Das doch bitte beim Bürgermeister oder im Bund. Das hatten wir schon mal zum Beispiel. Ah, ja, hatten wir schon. Na gut. Wir hatten den auch schon mal, ja, genau. Ja. Und jedenfalls sollte man die Vorschläge möglichst zügig einreichen, bevor Schluss ist. Weißt du noch? Ich habe den eigentlich sogar zweimal. Ich habe den Termin nicht mehr. Ich habe den Termin nicht mehr im Kopf. Okay. Ja. Bis Ende März sind die Vorschläge einzureichen. Ich glaube, bis zum 31. Schreibt was auf den Zettel und werft es einfach unkompliziert bei der Gemeinde, bei uns in den Briefkasten rein, am Kirchanger 3, und schreibt drauf, wer sein soll und warum ihr meint, dass Person X oder Verein Y, haben wir Verein Y hier? Nee, den Preis unbedingt gewinnen soll und muss. So, und nun zum nächsten Thema gleich, damit es nicht so lang wird. Anmeldung für das Frühlingsfest in Brück am 25.04.2020. Da ist das Frühlingsfest, ne? Richtig, in Brück, und zwar im Amtspark heißt das, glaube ich. Das ist zwischen dem Ärztehaus und dem Parkplatz vom Netto. Man kann sich natürlich über die Website von Brück dort anmelden. Und das ist die 7. Veranstaltung, die wird vom Tourismusverein Zauche Fleming e.V. Organisiert, durchgeführt, veranstaltet. Und wie gesagt, neben bunten Bühnenprogrammen für Groß und Klein wird es von 14 bis 17 Uhr einen frühlingshaften Markt im Brücker Amtspark mit zahlreichen Angeboten und kulinarischen Köstlichkeiten geben. Zudem werden regionale Vereine, Institutionen die Gelegenheit nutzen, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Zahlreiche Mitmachangebote sind geplant. Und soweit ich mich erinnern kann, war immer der Waldbadverein dort vor Ort. Ist er wieder vor Ort? Ich würde mal vorsichtig vermuten, ja. Ich bin dieser leider nicht bei, weil der Check meines Terminkalenders hat das Wochenende schon als blockiert angegeben. Aber dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, Anmeldeschluss ist übrigens der 22.03.2020. Also noch fix rein in die Schuhe. Noch sind ja 2 Monate Zeit bis dahin. Gut. Genau. Und also wer sich anmelden will als Verein oder als Präsentationsstand, einfach hinmelden. Und natürlich vorbeikommen darf dann jeder. So, jetzt fehlt noch das Wetter. Sport gibt's nicht. Jedenfalls nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob was los war. Deswegen, Matze, du kennst dich mit dem Wetter aus. Es war kalt gewesen. Heute war es schön. Gestern war kalt.
Wie sieht es mit Schnee aus? Mein erster Blick aufs Thermometer heute war 8 Grad, irgendwann um die Mittagszeit, Vormittagszeit. Das war ganz ordentlich. Und die eine oder andere wird halt auch die Sonne gesehen haben, glaube ich, ne? Du, hast du Sonne gesehen? Ich habe heute Sonne gesehen, ich war auch. Schön. Das gewöhnt euch nicht dran, das war es nämlich für die nächsten Tage. So wie es jetzt aussieht, ist der Regen im Anmarsch gerade, wird bald losgehen. Das ist im Anzug, heißt das, ne? Im Anzug. So eine Grippe im Anzug. Nicht im Schlips. Ja, genau. Und es wird in der Woche nicht besser. Temperaturen bleiben im mittleren einstelligen Bereich. Und es wird eine miese, verregnete Murkswoche, sagen wir mal. Mehr ist es eigentlich nicht. Und maximal so in der nächsten Woche, Richtung 7. Februar, könnte mal wieder ein bisschen kälter werden. Was wir noch gesagt haben, ist, es wird ein bisschen windig, aber nur in den Höhenlagen mit Sturm. Bei uns haben wir Windgeschwindigkeiten um die 25 km/h. Das ist jetzt noch nichts, wo wir sagen müssen, binde irgendwas an. Ich würde mich freuen, wenn du Unrecht hast. Ja, wenn es doch mal früh kalt wird und Regen zusammenkommt, dann könnte es auch mal eine Flocke hier, glaube ich. Okay. Gut, das war's, wa? Ja. Zu schnell? Nein, alles gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Es sind übrigens bald Ferien. Jetzt noch eine Schulwoche ab Montag. Na, eigentlich Freitag sollte es der Schultag. Dann ist der Halbzeit. Und dann geht's in die Winterferien. Du auch? Nein. Nicht Schulterbrechen diesmal, nein, oder so? Nein, nichts. Okay. Wir bleiben also in Borkheide und passen auf, dass hier alles nied- und nagelfest bleibt, wenn Borkheide leer ist. Jedenfalls noch eine Woche Schule, ab Freitag sind Ferien. Kannst ja noch einen Security-Service anbieten. Und dann ich bewache ihr Haus oder sowas. Wir melden uns wieder am Montag nächste Woche. Bis dahin, wie immer hier. Sonst hast du hier Langeweile, wenn du rumsitzt. Matze. Und Lutze und Tschüssi. Macht's gut.